Ich bin Bowser Junior. Ich habe den Geburtstagskuchen von Mario gestohlen. Er wird aber bald hier sein und ich muss ihn stoppen mit allem, was ich habe. Aber ich habe nicht genug Hindernisse. Was soll ich nur tun? Oh ja, ich kann die Hindernisse ja immer wieder benutzen und wieder und wieder und wieder. Ich bin so schlau. Ja, es ist geschafft. Dieses Level wird Mario zur Weißglut bringen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von 3 Years of Mario Maker. Und wir haben ein Level von einer Japanerin. Und ich bin gespannt, was hier so abgeht. Und das ist Bowser Juniors Recycling Labyrinth. Und okay, in unseren Buchstaben heißt sie Aphrodite. Okay, und wir gucken mal. Und 5 Minuten 30 hat der Weltrekord gebraucht. Okay, dann schaue ich mal. Ich bin sehr gespannt, was hier abgeht. Und es gibt Münzen. Und ich denke mal, ja, das könnte so ein Rätsellevel sein und ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ehrlich gesagt sehr große Angst, dass, ja, das sieht doch nach Rätsel aus. Okay, gut. Was muss ich hier machen? Ist das eine Reset-Tür? Wahrscheinlich. Oh ja, ich glaube, ich weiß. Ja, das habe ich schon öfter gesehen, so ein Rätsel. Allerdings, wie viel sind hier? Oh, hier sind 6 Stück. 6 Stück am Start und ich muss, glaube ich, in die Röhre. Ja, das wird sehr schwierig. Und jetzt schauen wir mal. Wir machen einfach mal. Aber ich glaube, das war schon falsch. Das war definitiv falsch und jetzt komme ich auch gar nicht mehr nach oben. Okay. Ich glaube, ohne System werden wir da nicht weit kommen. Und ich überlege mir mal was. Ja, okay. Gut, warte, das machen wir runter. Okay. Aber ich glaube, ich denke mir jetzt was aus. Ja, ich kann ja hier die Höhe abmessen. Okay, wir haben auch immer Dreier und Zweier. Okay. Ich glaube, ich mache das gleich mal ein bisschen taktisch. Okay, wir haben 3 Dreier und 3 Zweier. Und das erste ist quasi Müll. Das brauchen wir nicht. Okay, wie hoch müssen wir gehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, also prinzipiell alle Dreier. Ja, alle Dreier. Kann das richtig sein? Ich denke schon. Aber ich muss von oben kommen. Sprich, hier aufpassen. Okay. Und jetzt, ja, das runterbringen. Das auch. Und das müsste so passen eigentlich. Ja. Oh, aber jetzt muss ich noch reingehen in die Röhre. Oh, das habe ich ja vollkommen vergessen. Das muss natürlich auch irgendwie gemacht werden. Und, oh Gott, komme ich da hoch wieder? Oder, doch, den Sprung muss ich schaffen. Den kann ich doch schaffen. Nein, kann ich nicht schaffen, weil da der Pfeil nach unten geht. Okay. Okay, wir haben 9. Kann man das auch anders schaffen? Mit einem Dreier? Und... nee, geht nicht. Also ich glaube, die 3 Dreier nutzen wir. Oder 3 Zweier und 1 Dreier. Das können wir auch nutzen. Okay, irgendwie so auf jeden Fall. Das habe ich ja gar nicht bedacht, dass wir auch noch hoch müssen. Okay. Das heißt im Idealfall... ich bleib mal bei den 3 Zweiern trotzdem. Und gehe jetzt hier hoch. Oh ne, ich bleib bei den 3 Dreiern. Okay, ja, also ihr seht, das wird ein Rätsellevel. Okay, und das... ja, das untere müssen wir eigentlich schon wegmachen, ne? Aber das muss alles zusammen runter. Okay, das ist ein bisschen schwierig. Und ich komme dann da nicht mehr hoch. Das ist auch ein bisschen schwierig. Okay, eventuell müssen wir doch 3 Zweier und 1 Dreier nutzen. Ja, weil wir kommen sonst nicht mehr hoch, oder? Nee. Nee, das wird schwierig. Und auch mit einem gezielten Sprung funktioniert das wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, aber das wird schon hinhauen. Oder? Warte. Reicht das, wenn ich jetzt den Zweier da von oben einfach runterknall? Den Sprung müsste Mario eigentlich schaffen. Und das kriege ich doch hin eigentlich, oder? Ich glaube schon. So, wir nehmen jetzt den Zweier. Okay, den brauchen wir nicht. Und dann alle Dreier. Genau, beziehungsweise von oben natürlich. Und das machen wir so, genau. Und dann alle Dreier. Genau, und dann den Zweier. Und dann schauen wir mal, ob es gelöst ist. Oh nein, nein, ich hab's vergessen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ist vielleicht sogar ganz gut, dass die Zeit erneuert wird. Und das kriegen wir hin. Okay, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und, ach scheiße, ich muss das untere noch aktivieren. Aber es passt, ich kann das ja aktivieren. Okay, gut, und jetzt bin ich gespannt, ob ich da hochkomme. Ich hoffe es doch. Ja, sieht gut aus. Und wahrscheinlich geht das so weiter, oder? Wahrscheinlich geht das so weiter, ja. Und, oh nein, okay. Man stirbt hier zumindest nicht. Alles klar, und, oh, ja, eventuell kann ich in die Röhre.
Oh Gott, ich hoffe, das ist jetzt hier nicht so ein Escape-Dingens. Das mag ich nämlich eigentlich nicht. Ich bin hier gefangen. Ich bin hier gefangen, beziehungsweise ein Schlüssel, okay. War der vorher auch schon da? Alles klar, jetzt muss ich aber irgendwie wieder raus. Und ach, jetzt ist das weg. Ah, okay, jetzt bedient sich die Aphrodite, also auch der Mechanik, dass sich das Zeug teleportieren kann. Und das war unfair. Ich muss da wahrscheinlich einfach stehen bleiben, ja. Okay, das war gemein. Aber egal, wir sehen uns gleich wieder. Und das kriegen wir hin, okay. Aber man muss es halt immer wieder machen, ne? Und das ist halt, das kann durchaus relativ schnell nervig werden. Vor allem, wenn man sich hier mal verspringt. Aber gut, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Und jetzt bleibe ich hier stehen. Warte, ich nehme die Münzen weg. Oder mit. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss die mitnehmen. Oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit dieser Mechanik nicht so gut aus. Aber das passt hier. Okay. Und dann nach oben. Und hier kann ich nicht rein. Aber ich kriege einen Schuh. Okay. Sehr gut. Und jetzt kann ich hier runter. Okay. Das sieht doch alles ganz gut aus. Und jetzt kann ich da hoch. Okay. Und jetzt haben wir auch hier so eine Art Gefängnislevel. Und brauchen wir die Red Coins? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Komme ich noch irgendwo weiter? Ja, jetzt müsste... Ja, genau, jetzt kommt das wieder. Jetzt kann ich da durch. Okay, gut. Aber bisher sieht das eigentlich ganz gut aus. Und ich denke, die Kanone kommt jetzt auch angeschossen zu mir. Oder? Oder nicht? Noch ein Schuh. Okay, ich muss wieder irgendwas mit dem Schuh machen. Muss ich hier hoch? Das kann sein. Oder, ach, jetzt ist der Trump weg. Okay. Jetzt weiß ich nicht. Ich will da eigentlich schon schauen, ob da unten was ist. Da ist bestimmt irgendein Secret. Aber wenn ich das Level geschafft habe, gehe ich auf jeden Fall in den Baumeister-Modus und check diese Röhre ab. Ich kann mir das halt echt gut vorstellen und ich sterbe nicht. Nein. Okay. So. Mich wundert es, dass dieses Level hier schon ganz am Anfang kommt. Oder ja, als Part 3 quasi. Das ist schon heftig. Und jetzt müssen wir da oben hin, in die Schlüsseltür. Und die ist... Okay, 10 Felder hoch, ne? 10 Felder. Das heißt, ich brauche 2 Dreier. 2 Dreier eigentlich. Und 2 Zweier. Das Problem ist, ich brauche halt auch eine Treppe. Wie soll das denn gehen? Wie soll das gehen? Wie komme ich so hoch? Okay. Ja, ich habe noch einen Dreier und einen Zweier dann übrig. Okay, und den einen Zweier, den muss ich ja quasi hier wieder verschwenden. Eigentlich. Genau, dann ist der weg. So, und jetzt brauche ich 2 Dreier als Turm. Und einen Dreier. Das Problem ist, ich komme da trotzdem nicht rein. Beziehungsweise, wenn der Turm hoch genug ist, dann sollte ich eigentlich trotzdem reinkommen. Okay, aber wie kann ich jetzt die... Zweier und die Dreier stapeln, das ist eine Frage. Das ist die Frage. Das geht nämlich, glaube ich, nicht. Okay. Dann muss ich das vielleicht doch ein bisschen anders machen. Aber ich muss definitiv 10 Felder hoch. Und 3 Zweier und 1 Dreier, das funktioniert nicht. Oh Gott, Leute. Es kann natürlich auch sein, dass dieser Part ein bisschen langweiliger für euch zum Zugucken ist. Aber hier muss man halt wirklich viel denken. Und ja, 10 Felder hoch. Ja, also ich glaube schon, dass 2 Dreier und 1 Zweier... Ne, 2-2er die Lösung ist. Ja, anders geht's eigentlich nicht. Aber wie kann ich die zusammenstapeln? Das ist die Frage. Ja, das müsste eigentlich schon getimed werden, ne? Genau. Ich muss die Plattform quasi runterhauen, während die anderen Kanonen kommen und dann geht das und das war nicht gut. Okay, nochmal. Aber ich glaube, ich hab's. Und mal schauen. So, 1-2er. Okay. Und dann springen wir hoch. Aber wir brauchen noch am Ende nochmal einen Dreier als Stufe. Okay, aber ich schaue mir das erstmal an. So, wir nehmen den. So, perfekt. Und dann gehen wir dahin, ja. Und dann springen wir quasi jetzt auf die Kanone drauf, während das hier kommt. Und das war nicht gut. Aber das geht auch nicht so ganz. Okay. Okay. Das ist sehr, sehr komisch. Also ich, auch hier werde ich wieder ein bisschen rumprobieren müssen. Und gab es eigentlich einen Checkpoint? Ich hoffe doch, weil wenn nicht, wäre das irgendwie blöd. Okay, ich drücke mal Pause. Ich überlege mal, aber es muss eigentlich schon so gehen. Ich könnte natürlich raten, aber bei 6 Sachen ist das ein bisschen schwierig. Okay, so, ich muss die beiden zusammenstapeln. Vielleicht schiebe ich auch mal einen Dreier vor. Keine Ahnung. Aber das bringt eigentlich nichts, oder?
Well, doch, dann habe ich noch den Dreier hier als Stufe. Ah, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Okay. Oh, nee. Ein Zweier hätte ich dann noch als Stufe, aber das bringt ja nicht viel. Okay, das ist sehr, sehr komisch auf jeden Fall. Ja, und wenn ich das jetzt halt drücke, dann funktioniert das nicht. Also das ist... ich denke, ich bin schon auf dem richtigen Riecher irgendwie, aber... Das ist schon nicht einfach. Ja, und wenn ich das jetzt halt hier runter mache, dann ist vorbei. Okay. Jetzt brauche ich da die zwei Zweier noch. Und hier brauche ich eigentlich noch was zum Klettern. Und das wäre ja eigentlich... Es müsste ja dann eigentlich der Dreier und der Zweier sein. Oder keine Ahnung. Nee, es müsste der Dreier eigentlich sein. Oder reicht ein Zweier auch? Ich weiß nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, der reicht nicht. Okay, sehr gemein. Oder gibt es hier noch irgendwas, was ich vielleicht übersehen habe? Wie kommt da oben was raus? Nein, natürlich nicht. Und ich hoffe, dass es hier einen Checkpoint gab, weil ich habe eigentlich keine Lust, hier nochmal dahin zu spielen. Aber mal schauen. Wir werden das definitiv nicht schaffen hier. Und ich denke, ja... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich auch schneiden soll oder nicht. Aber ich kann mir halt echt vorstellen, dass das nicht so interessant ist für euch. Und, okay. Ja, 2-3er, 2-2er. Aber die kriegen wir halt echt. Ist nur nicht so wirklich zusammen. Und 3-3er und 1-2er, das funktioniert nicht. Dann sind wir zu hoch. Das ist echt knifflig. Eventuell. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist echt schwierig. Aber es ist ein cooles Rätsel, auf jeden Fall. Aber, keine Ahnung. Das sind dann so Sachen, die mir nicht so gefallen. Wobei, doch, es gefällt mir schon, aber so zum Aufnehmen ist es schwierig. Und nee, ich brauche hier noch 2-2er. Okay. Aber ich komme halt hier auch nicht mehr hoch. Das ist halt das Problem. Das ist halt so richtig das Problem. Und kann ich hier was machen? Ja. Ach! Ach! Okay. Was soll das denn für eine Scheiße werden jetzt? Okay. Gut. Oder ist das nur eine Bonuscoin? Ja, okay, das war nur eine Bonuscoin. Okay, gut. Ich dachte jetzt schon, dass ich hier irgendwas extra noch kriege. Aber kriege ich nicht. Und, keine Ahnung. Ja, ich glaube, hier muss ich schneiden. Denn ansonsten schaffe ich das nicht. Ja. Aber ich denke schon, dass ich richtig bin. Das ist halt das Problem. Ich weiß, ich bin richtig, aber ich komme da nicht drauf. Ich krieg die halt auch nicht. Warte. Ich kann ja eigentlich nur die 2-3er auf die 2-2er stapeln, wenn der hier weg ist, eigentlich. Genau, also der muss eigentlich hier am Anfang sein. Okay. Und jetzt brauche ich halt die 2-3er und dann die 2-2er. Und dann habe ich halt noch 1-2er, um hochzugehen, aber das wird doch nicht reichen. Oder doch? Oder doch? Keine Ahnung. So. Und hier gehen wir so. Okay. Und jetzt weiß ich nicht. Ja, jetzt muss ich auch theoretisch nach oben. Das geht ja auch nicht gut. Ich weiß nicht. So. Aber wenn ich das jetzt... Es geht halt nicht. Es geht halt nicht auf. So. Ja, nee. Die Kanonen müssen ein bisschen weiter darüber sein. Dann würde das gehen. Aber so ist das halt echt schwierig. Und ja, ich muss jetzt hier schneiden. Tut mir leid, beziehungsweise... Ich hoffe, dass da ein Checkpoint ist, irgendwo. Wenn nicht, wäre das ultra blöd. Okay, wenn man die Rätsel weiß, dann geht das eigentlich recht schnell. Und ich werde mal hier auch ein bisschen drüber nachdenken. Bei dem Ganzen und... Dann hoffentlich auf eine Lösung kommen. Und wir sehen uns gleich wieder. Und gab es einen Checkpoint? Ja oder nein? Ich hoffe doch. Es gab keinen Checkpoint. Ah, okay, das ist nicht geil. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe eine neue Idee. Beziehungsweise, als ich das erste Rätsel nochmal gelöst habe, habe ich es nur ganz knapp in die Röhre geschafft und habe hier 4 Kanonenkugeln gebraucht. Das bedeutet eigentlich, dass ich, dass ich eigentlich hier von da oben schon zur Schlüsseltür springen muss. Eigentlich. Aber ich weiß nur noch nicht wie. Aber ich denke immer noch 2-3er und 2-2er. Aber die Frage ist halt, wie kann ich das stapeln? Das ist das Problem. So, ich denke, ich nehme die zwei trotzdem hier rein. Genau. So, und jetzt versuche ich halt, das irgendwie zu stapeln. Aber ich muss halt trotzdem irgendwie die Kanonen dahin kriegen. Und das ist halt... Das ist halt, nicht so einfach möglich. Oder? Nee. Nee, das geht nicht. So geht das auch nicht. Nee. Das funktioniert nicht. Na. Okay. Das ist halt echt,
gemein. Aber ich denke, ich muss von da oben irgendwo abspringen. Und das muss eigentlich die Lösung sein, weil anders vom Boden aus komme ich definitiv nicht mehr nach oben. Und eigentlich kann ich dann hier sogar den Dreier nutzen. Genau, so, nutzen wir mal den. So, und jetzt, genau, damit ich hier das überhaupt stapeln kann. Okay, jetzt ist nur noch die Frage, wie ich das stapeln muss oder kann. Ja, die zwei Dreier brauchen wir, das ist klar. Und dann, na, ist halt wirklich die Frage. Ich krieg das halt nicht gestapelt, das ist das Problem. Das ist das einzige Problem, was ich noch habe, dass ich das nicht gestapelt hier kriege. Oder? Warte. Warte. Wenn ich den jetzt da drunter schmeiße, dann ist der eigentlich in einer guten Position. Ja, und dann haue ich die anderen beiden Kanonen runter. Dann sollte das gehen. Okay, ich glaube, ich bin sehr, sehr nah an der Lösung. Genau. Das Problem ist, ich komme dann theoretisch noch hoch. Oh, nee, warte. Das muss gestapelt sein. Genau. Oh Gott. Niemand wird meine Gedankengänge gerade nachvollziehen können. Aber egal. So, jetzt nehme ich die Kanone. Genau. Und jetzt kann ich die eigentlich stapeln. Das Problem ist, ich muss jetzt diesen blöden Sprung hier schaffen. Und das ist meiner Meinung nach nicht so leicht möglich, oder? Doch. Okay. Oh mein Gott. Phew. Da haben wir es noch geschafft. Ja, aber hier muss man wirklich, wirklich gut nachdenken. Aber ich habe ja studiert, von daher ist das kein Problem. Okay. Oh mein Gott. Aber ich denke, hier scheitern wirklich sehr viele Leute. Das ist schon heftig. Das ist wirklich heftig und... Gab's jetzt wenigstens einen Checkpoint? Ja, okay, gut. Das hätte ich jetzt nicht eingesehen, das nochmal zu machen, wenn da jetzt kein Checkpoint gewesen wäre. Alles klar. Und müssen wir jetzt nach oben? Ich weiß es nicht. Okay. Gut. Und da ist eine Red Coin. Ja, und... Ja, gut. Alles klar. Ich versuche natürlich, die Red Coins trotzdem mitzunehmen. Aber wenn das nicht möglich ist, dann ist das nicht möglich. Und ja, einmal mache ich es hier noch, dann schneide ich. Und ich bleib hier. Gut, aber der Sprung muss ultra gut getimed sein. Und okay, ich schneide es. So, ich will die Münze. Danke. Okay, und jetzt? Was jetzt? Ach so, okay. Ich bleib mal hier stehen. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Jawohl. Und da kann ich nicht rein. Oder doch? Nee, es bewegt sich. Was zur Hölle? Wie soll ich da vorbei? Ich habe ja keinen Helm oder so. Okay, das ist sehr, sehr, sehr komisch hier. Aber gut, bis gleich. So, da bin ich wieder. Da muss ich... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Muss ich direkt unten rein? Bevor der Turm kommen kann? Ja, okay. Ich drücke jetzt Pause, weil ich sehe das nicht ein. Und da muss ich hochspringen, oder was? Okay, oder keine Ahnung. Muss ich jetzt da drüber springen? So, okay. Gut. Alles klar. One-Ups. Die fliegen hier überall rum, die brauche ich aber nicht. Und es kommt... Okay. Immerhin kommen hier keine nervigen Piranha-Pflanzen raus. Na, immerhin. Okay, und jetzt... Was stand da? Ah, okay, Tree Mario Maker. Alles klar. Ich dachte schon wieder an irgendeine fiese Falle hier. Da komme ich nicht rein. Ich gehe mal in die Tür. Okay, wo komme ich raus? Ach du Scheiße. Okay, ein neues Rätsel. Ach du Scheiße. Und wieder was zum Stapeln, oder? Aber hier verstehe ich noch nicht das System. Was muss ich hier machen? Okay, das muss ich irgendwie wegkriegen. Aber dafür brauche ich ja eigentlich entweder einen Stachelcock oder einen Stachelhelm. Und der Stachelcock ist nicht da, also brauche ich einen Helm. Oder irgendwo kommt eine Bombe raus, das kann sein. Okay, ich glaube, ich drück einfach mal was. Und schau mal, was passiert. Okay, wieder zwei Kanonen. Okay, ja, ich muss hier die Kanonen wieder stapeln. Ich verstehe. Und... Oder, warte. Jetzt geht es rauf und runter, aber was bringt mir das jetzt? Was bringt mir das, wenn das rauf und runter geht? Ja, eigentlich ja nix. So, oder? Oder kann es sein, dass das dann jetzt mir in die Quere kommt? Das kann gut sein. Nö. Okay. Aber die sind wieder da. Okay, wo führt die Tür hin? Auch hier hin, okay. Okay, das Rätsel verstehe ich jetzt nicht. Und da kann ich nicht drauf, oder? Doch, da kann ich drauf. Alles klar. Aber ich verstehe das mit den Kanonen noch nicht. So ganz.
Ich meine, die müssen ja eigentlich irgendwie in meine Richtung kommen können. Oder ballern die irgendwas raus? Das kann auch sein, aber nein. Hä, ich verstehe das nicht. Hier sind ja diese Linien. Also spricht ja eigentlich dafür, dass irgendwie... dass ich irgendwie diese Kanonen hierher bringen muss. Okay, das ist komisch. Das verstehe ich nicht. Oder muss ich die ganzen Münzen sammeln? Keine Ahnung. Das wird halt jetzt wieder diese eine komische Mechanik benutzt, wenn ich irgendwas einsammle, dass es dann irgendwie spawnt. Keine Ahnung. So, ich versuche mal alle Münzen einzusammeln, aber... das habe ich, glaube ich, schon. Ja, die habe ich noch nicht, aber okay. Das... ich glaube, ich komme jetzt hier nicht weiter. Oder muss ich da durchspringen? Das kann ich mir aber auch schlecht vorstellen, weil ich bin ja dann tot. Nee, das kann nicht verlangt sein. Okay. Aber ich sehe halt auch nicht, was da gemeint ist. Ich meine, ich brauche ja da irgendwas, um das zu zerstören, sonst komme ich da auch gar nicht in die Röhre rein. Das ist sehr, sehr komisch. Okay. Oder schießt doch eine Kanone mit irgendwas. Ah, nee, tut's ja nicht. Oder muss ich alle Kugeln parallel stapeln? Nee, das war falsch. Ja, vielleicht. Vielleicht muss ich die alle hintereinander schalten. Keine Ahnung. Ja, okay. Ich verstehe. Und ich glaube, das war sogar fast richtig. Ja, dann brauche ich jetzt halt quasi das genau so. Bloß die eine Kanonenkugel, die muss halt noch auf der anderen Seite sein. Und dann kann ich mich da quasi durch, skippen. Okay. Alles klar. So, jetzt muss man schauen, wie das geht. Ja, das ist jetzt, glaube ich, eher so ein bisschen raten. Warte, das geht jetzt halt nach hinten. Warte, das will ich ja nicht. Nee. So, okay. So, ja, genau so will ich es haben. Und jetzt kann ich mich da eigentlich draufstellen, ne? Eigentlich schon, genau. Und jetzt sollte ich da durchkommen. Ich glaube, das gleiche muss ich oben auch nochmal machen. Das Problem ist, ich komme hier trotzdem nicht durch. Oder kommt jetzt hier was raus? Nö. Okay. So, ich mache das gleiche jetzt oben. Und versuche da, mich durchzuskippen. Aber das ist auch irgendwie schwierig. Warte, weil das Teil, das geht ja hier nur so ein bisschen rauf und runter. Okay. Das ist sehr, sehr, sehr komisch. So. Ich glaube, so geht's nicht, oder? Nee. Okay, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt aktiviert habe, dass das zu mir kommt. Keine Ahnung, aber ich muss das irgendwie oben machen. Ja, irgendwie schon. Ach du Scheiße. Okay. Aber ich denke, auch hier werde ich ein bisschen raten. Hier gibt es zum Glück nicht so viele Möglichkeiten. Oder muss ich das ganz am Ende aktivieren mit der Kanone? Das kann sein. Ja, ich glaube, das machen wir so. Okay. Das runter? Oh nee, so nicht. So nicht eigentlich. Gut, nein. Aber jetzt kommt das, theoretisch, aber das bringt mir nicht viel, oder? Bringt mir das hier was? Nee. So, theoretisch kann ich doch den Sprung da durch die Kreissägen machen und dann da drauf springen, aber ich denke nicht, dass das so gewollt ist. Okay, ja, ich denke, ich werde jetzt einfach mal alle Kombinationen durchprobieren. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Und wir sehen uns gleich wieder. Und jetzt müsste sich's nach vorne bewegen, genau. Gut, aber das bringt nichts. Nee, ich brauch das... oh nein, nein, doch, das war richtig. LOL. Okay, das war richtig. Okay, die Kombination war richtig. So, die, dann die und dann die. Okay, gut, 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 gut. Und dann hier ganz schnell nach oben. Okay, ich dachte, ich muss mich jetzt hier wieder irgendwie klitschen. Aber nein, 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 muss ich gar nicht. Und da oben ist der Stachelkork. Und ich springe lieber nochmal runter. Und ja, okay, jetzt muss ich noch ein Rätsel lösen. Und ich glaube, das ist das gleiche Rätsel wie vom Anfang an, oder? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder muss ich jetzt auch nochmal nach oben? Ich glaube nicht. Nee, jetzt muss ich hier durch, glaube ich. Genau. So, ich mache das jetzt nochmal wie vom Anfang. Und dann schauen wir, ob das passt. Aber ich weiß halt nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Das ist das Problem. Aber ich glaube, ich habe den oberen nach unten genommen. Und den dann rübergeschoben. Nein, falsch. Falsch, 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 oder? Ja, doch, falsch. Okay. Gut, der muss weiter hinten stehen. Gut, was mich aber wundern würde, weil die Münze ist ja eigentlich optional, ne? Eigentlich schon. Aber egal. So. War das richtig? Ich weiß es nicht. Okay. So, und jetzt den. Ja, okay, das sieht gut aus. So, und ja, Zeitdruck, ich weiß. Oh, das ist wirklich ätzend mit dem Zeitdruck. Okay.
So, und jetzt hier hochspringen. Das sollte passen, okay. Und nein, es passt nicht! Ich brauche die Kanone vorne? Was zur Hölle? Und ach, dann kann ich da hinten rein. Okay, okay, gut. Dann brauche ich es so wie vorher. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich glaube so, so und dann das hier, genau. Ja, und jetzt dann da hinten rein. Okay. Prinzipiell auch wieder eine richtig coole Idee und... Nein, nein, das geht noch nicht. Ich muss das machen. Und dann hier hoch und dann hier hinten rein. So. Jawohl. Okay. Gut. Ja, schönes Rätsel eigentlich. Und ein Checkpoint. Und ich werde mich sowas von umbringen hier. Aber sowas von. Oh Gott. So, als kleine Information. Die Aufnahme geht schon ungefähr 30 Minuten. Ach du Scheiße, das wird ein langer Part. Selbst wenn ich ihn schneide. Okay. Und werden wir jetzt gegen Bowser Jr. antreten? Das ist die Frage. Okay. Jetzt kommt hier wieder so ein Skill-Jump-Bereich. Und das ist eine Coin. Die will ich haben, danke. Und natürlich werde ich hier getroffen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, okay. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Prinzip hier. Oh nein, nein, oh mein Gott, ich war zu früh. Okay, die Coin. Die will ich eigentlich schon kriegen. Aber, ja gut. Ich mache jetzt da keine Prio draus. Okay. Nochmal, bis gleich. Okay, Coin. Danke. Jetzt warte ich hier. Oh, das ist gemein. Okay, okay. Und was jetzt? Von oben. Okay, 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 okay. Ja, und jetzt? Alles klar. Alles klar. Hätte ich da stehen bleiben können? Ich glaube, ich hätte da stehen bleiben können. Ja. Okay, gut. Bis gleich. So, okay, dann bin ich wieder. Und ich bleibe jetzt hier mal stehen, ganz am Ende. Jawohl, das geht. Und da oben kann ich hoch. Muss ich da hoch? Oh, der Muncher kommt. Der Muncher kommt. Okay, für die Red Coin. Okay. Alles klar. Und jetzt komme ich hier wieder nicht weiter. Kommt hier noch was? Raus? Vielleicht in einem Notenblock? Das kann sein. Oder muss ich dazu in den Muncher rein? Ah, nee, nee, nee. Okay. Okay. Gut, das passt. Ich könnte theoretisch noch so ein Ding holen. Aber das brauche ich nicht. Nee. Gut. Ich denke, da war auch keine Red Coin mehr und Boss. Alles klar. Und wir kriegen immerhin unendlich viele Power-Ups. Das ist sehr, sehr gütig. Okay, okay. Aber jetzt brauchen wir trotzdem wieder irgendwas zum Stapeln. So, Bowser Jr., gib mir den Kuchen zurück. Und, ach, okay. Oh mein Gott. Ich denke mal... Nein, das bewegt sich hier. Okay. Ich denke, ich muss hier groß bleiben, damit ich hier überhaupt rankomme. Alles klar. Auch ein cooler Bosskampf. Sehr innovativ. Also, mir gefällt das Level. Es kann nur sein, dass das hier in der Aufnahme nicht so interessant ist. Aber es war schon ein cooles Level. Und es war auch ein cooles Rätsellevel. Und es gab nicht, wie letztes Jahr hier bei den Rätselleveln üblich, irgend so ein finales, heftiges Hardcore-Rätsel. Sondern hier konnte man eigentlich alles gut lösen. Okay, noch ist noch nicht vorbei. Und kann da unten noch was sein? Die letzte Coin fehlt ja noch. Aber die müsste eigentlich vor der Schlüsseltür sein. Ich hoffe. Mal schauen, ich bin gespannt. Ja, okay. Gut, dann kriegen wir den Kuchen. Ach, du heilige Scheiße. Ja, oder Münzen. Oder was ist das? Okay. Okay, ich glaube, das ist ein größerer Bonusraum. Oder? Ja, nee, hier ist der Kuchen. Okay. Warum ist der da unten... Warum sind da die Gummas entlanggelaufen? Keine Ahnung. Egal. Wir haben den Kuchen. Und... 2 Jahre Mario Maker? Hä? Warum steht da eine 2? Das geht ja mal gar nicht hier. Warum steht hier eine 2? Ah, jetzt ist eine 3 da. Okay. Cool. Und... ich denke, hier gibt es noch mehr zu sehen in dem Bonusraum. Aber andererseits glaube ich nicht. Nee. Oder ich kann hier nicht raus. Also, oder hier kann ich. Okay, hier kann ich wieder zurück. Okay, sehr gut. Sehr schön. Chilliges Level. Und ich gehe trotzdem noch einmal in den Baumeister-Modus. Wobei ich jetzt nicht mehr davon ausgehe, dass da in der einen Röhre was war. Aber wir sehen uns trotzdem da gleich wieder. Bis gleich. Und nein, hier war nichts mehr in der Röhre. Okay, alles klar. Ja, war ein sehr cooles Level, auf jeden Fall. Aber ich gehe davon aus, dass wirklich viele hier aufgeben bei den ganzen Rätseln. Denn einfach waren sie nicht. Und auch ich habe sehr lange gebraucht. 35 Minuten ist die Aufnahme jetzt lang. Mal gucken, wie lang der Part ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier ganz besonders für euren Daumen nach oben. Denn einige von diesen Videos sind halt ein bisschen aufwendiger. Und jo, vielen Dank für euren Support. Und wer das Level hier nicht geschafft hat, kann es ja jetzt schaffen.
Und ja, diese Videos hier dienen auch so als Art Tutorial. Kann man so sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich denke, da gibt es auch wieder ein Jump'n'Run-Level. Und yo, macht's gut, macht euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Blöx2 und ciao!